Hey Leute, willkommen zurück zu Dota Underlords. Stürzen wir mal uns in ein neues Multiplayer-Gefecht. Und ja, momentan gehen so ein bisschen die Spielerzahlen zurück. Aber ich denke mal, sobald da ein bisschen was Neues kommt, gehen die auch wieder hoch. Ist aber immer noch ganz gut. Nicht so Desaster wie so andere Spiele. Aber hey, es ist auch Free-to-Play, von daher. Gut. Und der Battle Pass kommt ja auch noch, aber es ist sowieso so interessant. Früher, damals, als ich wirklich viel gespielt habe, da gab es sowas noch nicht. Diese ganzen XP-Systeme gab es da überhaupt nicht. Gut, und ich werde jetzt mal hier was ganz anderes machen. Ich könnte jetzt wieder X nehmen, aber ich nehme jetzt einfach mal Uhrwerk. Oder auch Clockwork. Und versuche mal wieder irgendwas Neues zu basteln. Vor allen Dingen mit so Helden, die ich bisher eigentlich so noch nicht hatte. Müssen wir nämlich mal kurz gucken. Batterieangriff, ja, das kenne ich. Das kenne ich aus Dota. Erfinder, Lebensregeneration, ja. Rüstung, ja, das ist trickreich, ist so ein bisschen. Verbündete bei 6er Bonus. Aha. Gut, weiß ich jetzt nicht so richtig, was ich davon halten soll. Oh, das ist alles gar nicht mal so blöd. Ich würde fast sagen, ich nehme mal hier die Stiefel. Da konnte ich mich jetzt ehrlich gesagt so nicht so richtig entscheiden. So, da hätten wir noch einen Bastler. Das ist doch schon mal ganz nett. Aber ich glaube, ich werde jetzt hier einfach mal trotzdem noch X mitnehmen. Falls das hier gleich nicht mehr funktionieren sollte. Wir haben jetzt schon die erste Allianz und zwei Erfinder. Die haben jetzt beide plus 15 Lebensregeneration. Für Trickreich fehlt noch einer. Aber gut. Gehen wir dann halt mal so ein bisschen auf Erfinder. Mal gucken, wie das so laufen wird. Wie gesagt, ich habe das ja letztes Mal auch schon gesagt, dass es jetzt diese Videos sind nicht unbedingt dazu da, um das Beste zu zeigen, sondern einfach mal ein paar Sachen auszuprobieren und mal schauen, wie das so läuft. Und das dann auch in der Praxis zu sehen, warum das da nicht läuft oder warum es funktioniert. Hexmeister, nee. Okay, noch mehr Lebensregeneration wäre vielleicht so eine Sache, aber ich glaube, ich nehme mal hier den vollen Stein. Und gebe den dann dir. So, was haben wir hier? Ich würde fast sagen, wie machen wir das denn? Wäre vielleicht gar nicht so blöd, wenn ich euch ein bisschen zurücksetze. Vielleicht mal so die Kombination Krieger und Erfinder fahre. Beziehungsweise nicht Erfinder, sondern trickreich. Ja, ich habe es ja schon gerade angesprochen. Ich habe jetzt so mit hier Erfinder und trickreich noch nicht so viel gespielt. Deswegen müssen wir mal schauen. Ja, ich glaube, ich habe die, glaube ich, fast gar nicht bisher so genommen. Deswegen. Und ich mache das jetzt so. Wie mache ich das denn jetzt? Magie, ja, das ist nicht so toll. Dann nehme ich lieber den Vollenstein. Dann machen wir das jetzt nämlich anders. Dann kriegst du nämlich die Stiefel. Und ihr beide kriegt beide einen Vollenstein. So, da hätten wir noch ein X. Da haben wir noch ein Uhrwerk. Das ist ja beides schon mal ganz interessant soweit. Aber ich habe auch jede Menge hier Druiden schon zum Vorschlag bekommen. Vorgeschlagen bekommen. So, machen wir das. Stellen wir euch mal so hin. Ansonsten. So, ein Ex noch. Dann haben wir Ex auf Stufe 2. Mal gucken. Ja, Ex mit Lebensregeneration. Der kann da schon ein bisschen mehr mit wegtanken. Das werden wir verlieren. Gut, vielleicht kriegen wir jetzt noch ein Ex oder ich packe da gleich noch einen Krieger mit rein. Müssen wir einfach mal schauen.
So, da haben wir eine Waldsäge und noch einen Bastler. Ja, das ist durchaus beides ganz, ganz interessant. Ich würde mal kurz gucken. Lebensregeneration. Ah, ob da einmal Exits reicht, ist halt die Frage. Pack dich mal weiter da vorne hin. Ich packe dich auch mal weiter vorne hin. Machen wir das so. Und wir bräuchten noch einen Erfinder. Dann haben die alle plus 40 Lebensregeneration. Das sieht doch jetzt schon besser aus hier. Geht doch. Die Frage ist nur, wo das Ganze dann hingeht. Trickreich, ja. Ob das so eine gute Idee ist? Ich glaube, ich... Oh, Bastler. Ist schon mal ganz nett. Da haben wir noch einen Bastler. So, du bist auch trickreich. Also der Bonus, die Allianz, sieht jetzt nicht wirklich so toll aus. Deswegen. Ich kann es ja mal probieren, aber ich bin da jetzt nicht so von begeistert, wenn man sich das mal hier anschaut. Plus 9 Rüstung, plus 8 Lebensregeneration. Der Bonus verdoppelt sich, wenn du zu Kampfbeginn weniger Einheiten hast als dein Gegner. Ob das jetzt so empfehlenswert ist, weniger Einheiten zu haben als der Gegner? Ich habe da so meine Zweifel. Gut, dann gucken wir jetzt mal. Das hat leider nicht geklappt. Na, Kopfgeldjäger. Mal gucken, wie trickreich die wirklich sind. Die Trickreichen. Ein Ex wäre jetzt wirklich nicht verkehrt, noch ein. Aber nein, gibt keinen. Dafür gibt es noch einen Bastler. Okay. Gut, ich werde jetzt mal... Ja, werde ich ein Level kaufen? Das ist halt die Frage. Das ist die Frage. Mache ich das oder mache ich das nicht? Ich glaube, ich warte erstmal. Ich warte erst nochmal ab. Dann haben wir auch über 10 Gold. Das heißt, wir kriegen schon mal einen Goldbonus. Ja, gegen Ritter stinkt das natürlich schon ganz schön ab. Deswegen, ich glaube, ich gehe dann lieber hier... Ja, Erfinder ist jetzt eigentlich auch nicht so toll. Die sind meiner Meinung nach beide nicht so toll. Aber ich wollte das jetzt hier trotzdem mal ausprobieren. Oh, da haben wir ein Ex. Das ist doch schon mal... Du bist doch schon mal... Du kommst doch schon mal wie gerufen. Und dann... Ich glaube fast, ich werde das jetzt sogar machen und dann werde ich einfach dich da noch mit reinwerfen. Dadurch kriege ich zwar nicht die Allianz, aber der kann da mal ein bisschen Verwirrung stiften im Hintergrund. Hat schon so viele 2-Sterne-Einheiten. Ja, das ist eher nicht so praktisch. Ah, okay. Doch, das sieht doch gut aus. Jawohl. Ja, was heißt so viele? Ich glaube, er hatte eine mehr. So, sieht vielleicht aus, als ob wir den Bastler hier noch auf 3 Sterne kriegen könnten. Wenn mit ein bisschen Glück... Sind wir zwar noch etwas weit von entfernt, aber wer weiß. Gut, das ist jetzt auch alles nicht so toll. Kann ich jetzt alles nicht so wirklich gebrauchen von den Allianzen her. Ja, ein Druide vielleicht. Ah, aber auch nicht so richtig. Gut, da warten wir jetzt nochmal ab. Weil ich habe sowieso wieder 20 Gold. Dann würde ich wieder unter 20 Gold fallen, wenn ich da jetzt einen Helden kaufe.
Deswegen gucken wir ja doch erstmal. Wir sind so in der Mitte ungefähr von den Lebenspunkten. Ich glaube, das ist doch noch soweit ganz okay. Und das sieht eigentlich auch soweit ganz gut aus. Ja doch. Soweit läuft's mal wieder. Oder ja nicht. Nee, ja nicht. Verdammt. Ja, da kommen wieder die Minions ins Spiel. Ohne die hätte ich den jetzt platt gemacht. Okay, gut. Was haben wir dann hier? Lückern. Der wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Würde ich mal so sagen. Ich glaube, dann nehme ich den mal mit und ja, Slada hole ich auch noch. Aber erstmal gucken wir, wie das hier jetzt läuft. Sonst werde ich gleich erstmal 3 Krieger da reinpacken, damit wir zumindest eine Frontline haben. Ja, das ist schon ein bisschen knifflig hier. So viel Schaden kommt da jetzt auch noch nicht bei rum. Na komm schon! Mach schon! Wow, das war überhaupt nicht knapp. 76 Lebenspunkte. So, dann, was will ich denn jetzt? Mana von Angriffen, das klingt doch schon mal ganz nett. Genau, das ist auf jeden Fall schon mal ganz nett. Und wir geben das, glaube ich, mal dir. Und wie machen wir das? Gucken wir mal kurz, was haben wir denn hier? Ja, alles nicht so toll. Ich glaube, ich mache das dann mal lieber so und so. Dann haben wir das schon mal. Pack dich dann da noch mit rein. Nee, machen wir so. Gut, dann haben wir das und das kriegst dann du. Dann haben wir zumindest hier schon mal... Dann kriegen die Krieger ein bisschen mehr Rüstung. Das sieht doch soweit. Das sieht doch gut aus. Ja. Wenn man erstmal 3 Krieger hat oder auch Ritter, 2 oder 4 Ritter, dann hat man echt eine ganz gute Frontline erstmal. So für zwischendurch. Kann man sich erstmal ein bisschen darauf konzentrieren, Gold zu sparen und sich neue Helden zu holen, wenn man was Passendes hat. Und über 50 Gold kann man dann mal so ein bisschen rerollen. Da haben wir jetzt noch einen Bastler. Ansonsten kleiner. Ja, gut, machen wir das. Nehmen wir den mal mit. Vielleicht ergibt sich da ja noch was. Das sehen wir dann ja. Dann haben wir jetzt hier auch mal ein paar Minions. Aber das läuft doch ganz gut. Ja, soweit kann ich mich erstmal nicht beklagen. Dich können wir, weiß ich nicht, dich können wir auch mal dahin packen oder hierhin. So, und was haben wir hier jetzt? Slada nochmal. Ich würde fast sagen, ja, gucken wir mal. Dass wir gleich noch irgendwie einen Krieger bekommen, der 2 Sterne hat. Das wäre doch schon mal ganz gut. So, wir können da jetzt noch mit reinpacken. Das heißt, ich nehme mal dich. Dann sieht das doch soweit erstmal
nicht schlecht aus. Aber ich glaube, gegen Ritter wird das problematisch. Ja, die halten einfach schon zu viel aus. Die sind ein Problem. Wenn ich die jetzt stunnen könnte, wäre das gar nicht mal so blöd. Müssen wir gleich mal schauen. Oder ich versuche hier wirklich noch meine Krieger da aufzuwerten. Da haben wir noch einen Bastler. Heute ist Bastlerzeit. Machen wir das so. Okay, und dann so. Wie viel hast du denn? Du hast 1400, 800, 750. Ja. Ich glaube, können wir erstmal so lassen. Ansonsten. Gut, ich bleibe jetzt bei 49 Gold. Vielleicht könnte ich ja gleich noch einen Slada bekommen. Dann würde ich, glaube ich, Tiny da rausnehmen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, dass Ex da unten zugange ist. Aber das sieht doch gut aus. Geht doch. So, die Frage ist, wie machen wir denn da weiter? Stämmig Bonus ist jetzt, ja, 200 Lebenspunkte. Am Ende machen die halt auch nichts mehr aus. Oh, da haben wir noch zweimal Ex. Da sage ich doch nicht nein. Da haben wir einen Kopfgeldjäger. Nehme ich dich auch nochmal mit. Da haben wir eine Waldsäge. Verdammt, gut, dann mache ich das mal so. Da haben wir noch einen Bastler. Was ist denn hier los? Dann machen wir das so, genau. 57 Gold haben wir noch. Das sieht echt sehr nach Bastler aus. Gut, und das kriegen wir doch bitte hin. Ja. Immer stark davon aus. Ja gut. Was uns jetzt noch fehlt, obwohl Lycan macht eigentlich ganz gut Schaden. Ja, das ist schon ordentlich. 2,6. Was haben wir hier? Schuppig, stämmig. Ja, das ist alles. Ah. Damit kann ich mit. Ich kann mit dem ganzen Kram hier nichts anfangen. Ich nehme mal stämmige. So, du bist wild. Ansonsten, Dämonen. Wird sich vielleicht auch anbieten, aber ich werde jetzt hier mal ein bisschen. Da haben wir noch einen Bastler. Alles klar. Ich weiß schon, wo die Reise hingehen soll. Lycan nehme ich jetzt nochmal. Ansonsten. Ja. Gut. Da habe ich jetzt nicht nochmal neu ausgewürfelt, weil. Das war einfach zu wenig Zeit. Es hat schon das ein oder andere Mal nicht so wirklich funktioniert. Deswegen bin ich da jetzt lieber vorsichtig. Oh, das wird eine knappe Kiste. Ja, dieser blöde Hexendoktor. Der blöde Hexendoktor. Naja, okay, so knapp war es dann doch nicht. Gut, aber wir sind hier unten aber echt ganz gut aufgestellt. Ich würde mal sagen, ich packe euch mal hier so ein bisschen zurück. So, da hätten wir Verderben. Verderben wäre auch gar nicht mal so blöd. Ich würde fast sagen, ich trenne mich jetzt von dir her, nehme dich einmal und wir machen das dann so. Dann haben wir nämlich jetzt auch einen Dämon mit drin. Ansonsten hallo, hallo. Habe ich schon hallo gesagt? Ja, das war schon irgendwo abzusehen. 3 Sterne, Bastler.
Was hat der denn so für Stats? 180 Schaden, 2000 Lebenspunkte, Trickreich war ja klar, Kills, Angriffsintervall ist auch nicht gerade. Ja, das bringt nur alles nichts, wenn er auf einmal in ein Hühnchen verwandelt wird. Okay. So. Bei X sieht das eigentlich auch noch ganz gut aus, dass wir den vielleicht noch auf 3 Sterne kriegen. So, Waldsäge. Oh, Trollkriegsherr. Oh, Trollkriegsherr. Oh ja. Ich bin... Oh, Patsch, haben wir da auch noch. Das ist ja schon ganz nett. Ich würde mal sagen, ich werde mal dich austauschen. Und du bekommst dann... Du bekommst das. Machen wir das nämlich so jetzt. Für Troll brauchen wir 2. Dann hätte er auf jeden Fall noch mehr Angriffstempo. Müssen wir gleich mal schauen. Ja, das funktioniert nicht. Oder doch, das funktioniert doch. Oder nicht, oder doch. Das ist alles so ein bisschen hin und her. Nee, eher nicht. Hm, okay. Ah, die Minions. Dann hier noch so mit so einem, mit so einem Baumtypen mit 3 Sterne Minions. Das ist halt schon ziemlich doof. Bräuchten Ex mit 3 Sternen oder halt noch ein Tank mit 3 Sternen. Da haben wir nochmal Uhrwerk. Ja, genau. Ja, gut. Ansonsten gucken wir mal. Aha. Medusa, da haben wir nochmal Uhrwerk. Ansonsten Terrorklinge, nee. Waldsäge. Ja, diese Stunts und Betäubung, also sind schon echt übel. Und ich habe da leider noch gar nichts von. Sollte ich mir doch mal irgendwen suchen, der das kann. Ein Kunker wäre ganz nett. Ich kann natürlich auch hier auf 6 Krieger gehen und dann auf 4 Erfinder. Das wäre vielleicht auch noch eine Option. Aber realistisch gesehen, es kommt nicht gerade oft vor, dass man wirklich 10 Helden hat. Da haben wir noch ein Ex. Oh, ja gut, dann nehme ich mal hier den Patsch weg. Exendoktor. Oh ja gut. Dann machen wir das so. Dann kaufe ich mir das jetzt nämlich und packe dann auch den Hexendoktor hin. Dann hat hier er auch schon mal ein bisschen mehr Angriffstempo. Moment, dir hätte ich eigentlich den Rüstungsdebuff, das Item geben können. Dann haben wir zumindest jetzt mit dem Hexendoktor einen drin, der auch mal die Gegner stunnen kann. Soweit ist das doch ganz okay. So. Bei dir mache ich das jetzt trickreicher. Ah, das ist mehr... ich glaube... Magieresistenz, Schadensreflexion. Ich glaube, ich nehme hier Magieresistenz. Ich gebe das dann, glaube ich, mal dir. Hier gebe ich das. Und ja, soweit ist das doch, glaube ich, ganz okay. Des Lichts, nee. Kunker, ja, Kunker. Schön und gut, Kunker. Aber ich wüsste jetzt beim besten Willen nicht, wen ich da rausnehmen soll, oder? Ich werf dich mal raus und nehme dann Kunker. Das Problem ist nur, wenn ich ständig die Helden da unten auswechsle, dann kriege ich nie 3 von denen zusammen.
Oh ja, und das sind wieder hier. Die Ritter sind wieder unterwegs und tun mir weh. Tun mir aber richtig weh. Oha. Okay, das war schon mal eine Ansage. Pack mal dich mal dahin. Dich packen wir, wie viel hast du? 900. Da mal mit hin. Ansonsten, da haben wir noch ein Ex. Terrorklinge, na, ansonsten Hexendoktor. Dafür habe ich aber auch keinen Platz. Meister, nee. Trollkriegsherr, natürlich. Also, pff. Verdammt. Die müssen da unten mal anbauen. Ich habe zu wenig freie Plätze. So, und wer macht ja am meisten Schaden? Bastler. Trollkriegsherr hängt aber auch nicht allzu weit hinterher. Ja, 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 das sieht gut aus. War eine gute Idee, ihm die Lebensregeneration zu geben. Okay, was bräuchten wir denn jetzt noch? Ein Erfinder. Dann hätten wir da den Vierer-Allianz-Bonus. Ansonsten habe ich jetzt mittlerweile auch schon so viel Gold. Da könnte ich mir eigentlich das andere Level noch kaufen. Oder ich versuche hier noch einen zweiten 3-Sterne-Helden zu bekommen. Wäre natürlich auch eine Option. Uiuiuiui. Oder so. Ja, doch, das sieht auch gut aus. Dafür falle ich auch gerne unter 50 Gold. Vielleicht kann Ex ja mal jetzt mal ein bisschen mehr da wegtanken. Oh ja, das sieht echt ganz gut aus bei Ex soweit. Ja, okay, jetzt nicht mehr. Na, dagegen bin ich echt unterlegen. Ha! Aber sowas von. Ach ja, diese verdammten Ritter. Mann, die könnte ich ja auch spielen. Aber das ist mir echt... Nee. Oder vielleicht Ritter in irgendeiner komischen Kombination. Das wäre auf jeden Fall interessanter als dieses... Ja, damit gewinnt man ja eh alles. Gut, so. Ansonsten... Ja, dann werde ich das jetzt mal so machen. Und dich da noch mit reinwerfen. Ich packe ich mal zurück. Machen wir das nämlich so. Ansonsten lassen wir das erstmal wieder. So steht der Troll-Warlord ein bisschen weiter hinten. Also kann er mehr Schaden machen. Und wir haben zwei gute Stunts damit drin. Ja, so geht das doch. Also wenn ich die beiden Stunts auf die Ritter drauf kriege, dann könnte ich das sogar gewinnen. Ansonsten würde ich mal sagen, werde ich jetzt mal so mein Gold bis über 10 Gold investieren. Wo so ein, zwei Niederlagen kann ich mir noch leisten. Gut, du, ja, nee. Moloch, ja, schön und gut, Moloch, aber nee. Patsch. Voll kriegst du ja. Oh, das war schon recht wichtig. Ansonsten. Nee. Aber der dürfte jetzt schon gut abgehen. Am besten jetzt noch ein Attack Speed Item mit 80 Attack Speed.
Zauberimmun. Das ist nicht so toll. Ja, gut, dann nehmen wir mal das. Das kriegt dann... wem soll ich das denn geben? Zauberimmun. Ah, wer muss denn hier zauberimmun sein? Kann das ja mal hier Kunker geben. So, da hätten wir noch einen Hexendoktor. Ansonsten... Da hätten wir noch einen Trollkriegsherr, aber ich glaube, da kriegen wir eh nicht mehr so viel zusammen. Da haben wir eine Druidenarmee. Ja, das... Nee. Das lübt nicht. Ah, ich hätte jetzt gedacht, das würde ich gewinnen, aber... Nee. Leider nicht. Oh, 21 Lebenspunkte verloren. Das hat wehgetan. Das hat wirklich wehgetan. Vielleicht sollte ich euch mal ein bisschen anders hier positionieren. Dich mal hier weiter hinten. Dich mal hier so hin. Du hast 1600 Lebenspunkte, 1400, 2800, 2000, 1800, 1050, 950. So. Kriegen wir hier noch irgendwas zusammen? Trollkriegs. Ah, nee, das wird aber trotzdem nicht reichen. Da hätten wir noch eine Waldsäge. Wuhu. Ansonsten. Nee. Auch wenn ich jetzt kein Gold mehr habe, notfalls werde ich dann irgendwen verkaufen, wenn da noch irgendwas Passendes auftaucht. Die halten echt zu viel aus. Das ist so unglaublich. Das Boot hätte ein bisschen früher kommen müssen. Und dann hat er auch noch Ritter und Troll-Warlord. Ist klar. Mann, wie langweilig ist das denn? Und mit der Aufstellung ist es immer noch so eine Sache. Ich weiß nicht, wie ich die aufstellen soll. Und das hier bringt auch mal überhaupt nichts. Weil ich stämmig überhaupt nicht hab. Aber gut, die anderen Sachen waren halt auch keine Alternativen. Oh, zweimal Uhrwerk. Dann haben wir hier noch... Gut, das bringt jetzt nichts. Ah, einer würde noch fehlen. Gucken wir einmal noch und nochmal und nein. Gut. Hätte jetzt gedacht, vielleicht. Aber nein. Ich mache nicht zu viel Schaden. Also, ich mache nicht genug Schaden. Ich mache nicht zu viel Schaden, genau. Trollkriegsherr macht am meisten Schaden. Ha! Das ist einfach zu stark. Diese verdammten Ritter sind zu stark. Gut, 15 gewonnene Runden, 177.410 Schaden, 227 verdientes Gold. Und ich hatte sogar 2-3 Sternhelden und ich hätte fast noch einen dritten gehabt. Aber es reicht einfach gegen die Ritter nicht. Ich weiß auch nicht, was man da noch so gegen machen soll. Da muss man eigentlich wirklich sehr viel Schaden auffahren, um halt diese Schadensreduktion zu kontern. Oder man muss sie irgendwie im Dauerstun halten. Das wäre vielleicht auch noch eine Option, aber gut, da muss ich mir noch irgendwas überlegen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und über einen Kommentar von euch freuen. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.